Epic Intro Time. Los geht's. Genau, ich habe die japanische Version, wie immer. Wahnsinnig krasses Intro, das kann man sich schon mal zweimal angucken. So, was bietet mir dieses Spiel? Nachdem Kirby und das vergessene Land einfach richtig, richtig insane gut war, bin ich jetzt sehr gespannt, was mir dieses Spin-off hier bieten kann. Es ist ja so ein bisschen Fallout-mäßig, ne? Okay, man kann nicht runterrollen. Und ich bin gespannt, so, ich bin gespannt, ob das Fallout? Fall Guys. Fallout ist was anderes. Ich bin gespannt, was mir das Ding jetzt bieten kann. Da gehen wir einfach mal ins Hauptmenü und gucken, was da passiert. Einmal den Kampfmodus, einmal alleine, einmal gehen wir auf süß. Süß klingt gut. Rolle ist und wachse. Große Kirbys rollen schneller. Der größte Kirby gewinnt. Je kleiner du bist, desto länger kannst du schweben. Sind alle drei verspeist, geht der Greift deine Rivalen an, um ihre Erdbeeren zu stehlen. Okay, das klingt richtig gut. Los geht's. Wir machen einfach ganz default alles einmal durch. Und dann schauen wir mal. Erreiche die Erdbeerhügel so schnell du kannst. Ich versuche mein Bestes. Sieht auf jeden Fall gut aus. Master Hand ist auch mit dabei. Voll cool. Ja. Wie benutzt man das? Ach, mit R, okay. Ich kann nicht aufhören, die Erdbeeren zu essen. Oh Gott, jetzt auch eine Kirsche mit dabei. Komm schon. Oh, da hätte ich einen Fünferpack nehmen können. Wahnsinn. Uff, warte, so. Die nehme ich auch mal mit. Sick, okay. Ah nein, das möchte ich haben. Das sieht gut aus. Anscheinend muss ich hier hoch. Oh Gott, das ist eine Abkürzung, oder? Mega witzig, verdammt. Ich bin gewachsen. Der dicke Boy ist noch dicker geworden. Oh, die Bitch. Eat my ass, Alter. Nimm mich halt die Zehen. Ihr könnt mich alle mal. Fuck ihn! Allein dafür, dass er eine Erdbeere mehr hat als ich. So. Nice. Hier wird mein Inflation-Fetisch gut bedient. Los geht's. Hä, ich hab voll verloren, wenn du irgendwie weiter hinten anfängst. Das ist ja voll krass so. Oh mein Gott, das ist übelst cool. So. Ah!
Oh mein Gott, da muss ich hin. Das ist wichtig. Shit. Doch, ich hab's gekriegt. Ha! Nice. Ah, voll gut. Nice. Hau raus, Junge. Hau raus. Oh mein Gott. Yo. So sehe ich auch immer aus, wenn ich einen Kuchen gegessen habe. So einen ganzen aber. What? Leck mich so. No, nicht ich. Das ist voll krass, was hier abgeht. Junge, das ist halt übel sick so. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, fuck off, dude. Rigged! Das ganze Spiel ist rigged, man! Absolut riggery rule! Was? 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 Was für ein Quatsch! Holy shit, Junge! Absolut nicht okay! Das machen wir nochmal, man! Ja, Kirby ist zu schwer, offensichtlicherweise. Das Spiel hat gelaggt. Es gab einfach Probleme mit dem Netcode, so. Es ist unmöglich, dass das gerade schief lief, so. Yes, okay, sehr gut. Oh Gott, das ist schwierig. Komm schon. Ey, Kirby zu steuern ist halt gar nicht so einfach, Mann. Der hat halt schon so seinen eigenen Willen. So, okay. Oh, ich hätte noch 2 Erdbeeren mehr bekommen können. Wahnsinn. Okay, weiter geht's.
Oh mein Gott. Ich bin kein Fan davon, dass sie neben Süßigkeiten hier auch noch so Hamburger und sowas anzeigen. Feuerball, los geht's. Hier passe ich bestimmt noch durch. Es wäre halt funny ohne Ende gewesen, wenn Kirby jetzt zu dick gewesen wäre, um da drunter durchzurollen. Okay. Senf ist nicht so gut. Komm schon. So, erstmal wegbomben. Los geht's. Voll cool. Oh, das sollte man definitiv noch nicht spielen, wenn man vorher noch nichts gegessen hat. Verdammt! Yo! Viel Spaß, mich als Pudding-Kirby zu ergreifen, Alter. Junge, hör auf zu fliegen! Was ist dein Deal so? Rest mega, Junge. Oh Gott. Als ob ich nicht gesagt habe, dass es übelst am Stressen ist, Mann. Eat my ass. So, mega gut. Diggi Ronto, danke für 6 Monate Treue. Düt, 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 düt. Okay, einmal können wir noch machen. Das ist echt funny eigentlich. Junge! Pass auf, das ist jetzt so ein Star Fox-Ding, wo du durch alle durch musst und dann kommst du in ein Bonus-Level. Ja, okay. Schokolade ist auch doof. Generell alles, was irgendwie flüssig ist, ist nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ah, das ist echt schwierig, so.
Yo, hau raus. Geht der einfach auf die 50 zu, ich dreh durch. Wieder fehlt mir eine mehr. Ah, furchtbar. Na bitte. Oh mein Gott! So? Yo! Das war richtig gut. Holy shit, Junge! Was ist hier los? Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir auch noch mit. Oh, ich erinnere mich an die Stelle, die war schwierig. Aber voll gut. Yo! Das war richtig, richtig nice. Wir waren anscheinend voll schnell, oh mein Gott. Nice! Die haben alle keinen Kuchen bekommen, weil ich einfach zu fat and fast war. Oh, gute Musik. Minus 40? Ach du Kacke! Das geht ja richtig ab, wenn du da einfach verlierst, so. Oh mein Gott! Da verlierst du ja übelst hart, wenn du einmal rausfliegst. Voll gut. Yay! Witzig.
Wir können auf jeden Fall das hier schon mal aufsetzen. Das finde ich cute. Außerdem möchte ich... Nee, ich finde rosa, glaube ich, süß. Ich glaube, das möchte ich bleiben. So, wir können mal gucken, ob wir das schon online spielen können. Ich war fleißig beim Kirby-Spielen anscheinend. So, was haben wir denn hier? Lass mal dekorieren. Mega. Belohnung-Menü. Gib uns mal eine Belohnung. Ach, das ist, was wir freigeschaltet haben, ne? Okay. Insgesamt gibt es... viel, auf jeden Fall. 135 Sachen plus Bonustitel. Ah, es ist das Kirby-Lied. Oh mein Gott, das spielt einfach die ganze Zeit weiter. Oh, wir können uns was über die früheren Abenteuer angucken. Hey, das ist doch... Ist das nicht das Ding aus... das vergessene Land? Witzig auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Freies Rollen. Was bringt uns das denn? Okay, hier können wir einfach rumrollen, wie wir wollen und alle Sachen ausprobieren. Okay, das ist cool. Ich check nicht so ganz, was Gelee sein soll. Anscheinend kann ich da einfach dann überall durch, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Cute. Ah, wir können ihn bekämpfen. Das finde ich auch sehr süß. Stirbt er? Das ist die zweite Frage. Finden wir es nicht heraus. Warte. So. Feuerball ist auf jeden Fall praktisch in den Minigames, habe ich gemerkt. Okay, Gelee lässt sich, glaube ich, auch besser steuern. Boah, jetzt habe ich voll Bock, einen Kuchen zu machen, Alter. Wo ich das alles hier so sehe, ich leider total Bock drauf, einen Kuchen zu backen. Die Musik ist aus Kirby und das vergessene Land. Das wird am Intro gespielt, glaube ich. Oh Gott. Oh, nice. Ich möchte glauben, dass man ihn kaputt machen kann, dass dann irgendwas passiert.
Oh, siehst du? Es passiert was. Er wirft ganz viele Erdbeeren ab. Ich glaube, mehr passiert jetzt auch nicht. Okay, ja, das ist dann wahrscheinlich so der Free-for-all-Mode, wo du einfach mal alles ausprobieren kannst. Witzig. Dann haben wir noch Kostüme und Farben, das haben wir ja schon gemacht. Können wir uns halt die Kostüme aussuchen und die Farben. So, krass. Kann ich schon online spielen? Doch, hier. Andere Spieler, bla bla bla, das ist okay. Ich sollte online haben, glaube ich. Hoffe ich. Zufallsspiel. Los geht's. Ein Online-Game machen wir. Darf ich mit Leuten aus Japan spielen? Das wird bestimmt richtig gut. Ich merke jetzt schon, wie einfach der Sprung krassen Delay hat. Oh mein Gott, er macht niedliche Gesichter dazu. Oh. Mega gut. Ich hab so einen Kuchen, will ich machen, wo so Erdbeerstückchen einfach damit drin sind. Spiel ich gleich alleine und gewinne einfach bei Default. Genau, Japan, Australien. Und ich glaube, so die China-Region ist da mittlerweile mit drin. Ah, jetzt rolle ich gegen niemanden anscheinend. Gegen Vollgas und Samuel. Ich glaube, das sind NPCs. Aber hey, dann gewinne ich zumindest. Das ist also etwas Gutes. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder region-locked ist, also dass ich tatsächlich nur mit Leuten aus Europa bzw. Deutschland spielen kann, oder dass das Spiel einfach schlicht und ergreifend noch niemand gekauft hat, was ich ein bisschen schade fände, aber was definitiv eine Möglichkeit ist. Sehr gut. Ey, jetzt ein Burger. Halt wirklich. Burger und Kuchen und Eis und Sahne und holy shit. All diesen Kram möchte ich haben. Ich mag es, dass einer einfach Vollgas heißt. Das ist ein Kicherbild. Was sind das für Namen, Alter? Oh, er ist cool. Warum laggt es, wenn ich nur mit fucking NPCs spiele? Nintendo.
emuliert sogar die Lags einfach, obwohl sie gar nicht müssen. Ja, ich merke schon, ist halt witzig von denen, dass die das tatsächlich machen. Also keine Ahnung, ob das Ding tatsächlich dann auch trotzdem mal zum Server connected, einfach so, einfach mal nach Hause zu telefonieren oder so, aber keine Ahnung, so, keine Ahnung, richtig strange. So weit, so gut. Geil. Eat my ass, Alter. Hä, wie kann er so lange so fett bleiben? Das ist das. Oh mein Gott, das ist doch nicht wahr. Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine NPCs sind. Niemand heißt so. Wer nennt sich denn bitte Vollgas? Oder fucking, keine Ahnung, was der andere, wie der andere hieß. Irgendwas mit Bild, so. Was ist das für ein Name? Kicherbild, Alter. Weißt du, Samuel kann ich verstehen. So, das könnte ein normaler Dude sein. Aber die anderen beiden, never fucking ever, so. Kauf ich keinem ab. Oh mein Gott, ich kann einen Burger auf dem Kopf haben. Das ist besser als so ein Sahnedrop. Burger braun, Alter. Düt, 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 düt. Okay, das war cute. Das ist halt echt so. Nintendo war so, ihr müsst den Nicknamen geben, aber die müssen deutsch sein. Und dann kommt, keine Ahnung, Kicherbild, Vollgas, Raumtapete, keine Ahnung, Schraubenmensch, das weiß ich so. Oh Mann, furchtbar. So, wir holen uns den Burger auf den Kopf, machen uns Burger braun und sind einfach der perfekte Burger. Oh, warte, wir können hier noch welche dran machen, ne? Sick. Aber, okay, ich glaube, ich würde hier auch den Break für Kirby machen. Wir können das gerne morgen weiter spielen, wenn es dann wirklich auch draußen ist und sich da so ein paar Leute gekauft haben. Ist auf jeden Fall funny, so. So, mein erster Eindruck ist relativ gut. Daher würde ich einfach mal sagen, kauft euch das alle, damit wir es morgen spielen können. Und witzig. Auf jeden Fall witzig.